Jo Leute, und damit willkommen zu Assassin's Creed Revelations. Ja, irgendwie geht mein Controller immer noch nicht. Hatte ich eben schon. Warum? Option. Steuerung. Warum geht er nicht? Steuerung anpassen. Jetzt geht's. Okay. Würde ich sagen, weiter. Im letzten Teil von Brotherhood gesagt, als nächstes starte ich damit Revelation. Und da sind wir halt auch. Ich würde sagen, bevor ich zu viel quatsche, starte ich. Und natürlich, wie es immer so ist, Centaurs, nicht Desmond. Wir können ihn für ein paar Tage so lassen. Eine Woche vielleicht. Ruf an. Sag ihnen, wir sind auf dem Weg. Sobald die Luft rein ist. Desmond Miles. Wie schnell sich dein Leben doch verändert hat. Vor 2 Monaten warst du noch Barkeeper für Banker und Promis. Sieh dich jetzt an. Du bist Assassine. Einer von uns. Einer von den Guten. Ist doch nett. Männer und Frauen, die ihr Leben dem Schutz der Menschheit und ihrer Freiheit widmen. Anders als die Templer. Kalte und berechnende Autokraten, machtbesessene Ordnungsfanatiker. Wir tun unser Bestes, um sie zu stoppen. Ja, unser Bestes. Aber das weißt du alles noch, oder? Du weißt vom Animus, dieser Maschine, mit der wir Erinnerungen aus dem Leben unserer Vorfahren finden und nacherleben. Erst warst du Altair. Ein stoischer Assassine des 12. Jahrhunderts im Heiligen Land. Dann warst du Ezio Auditore, ein reicher Italiener mit Charisma und einem Talent für Rache. Also, was habt ihr drei gemeinsam? Stimmt, den Edenapfel. Dieses seltsame Artefakt von diesem Volk, denen, die vor uns kamen. Du kennst die Macht des Apfels. Du hast es selbst gefühlt. Das war cool. Oder Desmond? Aber das wird sich bald ändern. Dein Verstand zerstreut sich, zerfällt in kleine Stücke. Und wenn du nicht bald aufwachst, dann löst du dich auf. Für immer. Okay. Ich habe das Überwachungsprogramm des Animus beendet, um Speicher freizugeben. Aber auch so bleibt es riskant. Desmond, geht's gut. Die Partition funktioniert, der Animus ist stabil und alle seine Werte sind gut. Fürs Erste. Aber das Ding wurde gebaut, um Erinnerungen nachzuerleben, nicht um kognitive Prozesse zu simulieren. Der Animus erfüllt seinen Zweck und Desmond erledigt den Rest. Was ist los? Ich kann mich nicht bewegen. Ich... Nein! Hallo? Und damit nochmal herzlich willkommen zu Assassin's Creed Revelations. Ja. Wir sind in einer komischen Welt gelandet. Und müssen gucken, was hier ist. Fähigkeiten habe ich nicht, rennen kann ich aber. Ignoriere mich doch einfach. 16? Oh, du kennst nicht mal meinen Namen? Oh Gott, verdammt, ich bin noch im Animus? Du hast ganz schön was mitgemacht. Rebecca, hol mich raus hier! Die können nichts tun, Desmond. Du bist ein gebrochener Mann. Dein Verstand ist... gebrochen. Gebrochen? Mir geht's gut. Dachte ich auch. Und sieh mich jetzt an.
reden wir, Kumpel. Komm mit mir. Wo sind wir hier? Ist hübsch, oder? Wir sind tief im Animus. In der alten Testroutine. Keine Erinnerung, nur einfache Physik. Wettersimulationen. Hallo Welt! Ein Glück, dass jemand die Idee hatte, dich hier reinzustecken. Das hat dich gerettet. Wovor gerettet? Eigentlich müsstest du sabbernd in der Geschlossenen sitzen und den Kopf gegen die Wand hauen. Im Moment hält dich der Animus zusammen. Und deine Vorfahren davon ab, dich endgültig ins Chaos zu stürzen. Aber wenn du keinen Sync-Knoten findest, werden all diese Persönlichkeiten kollabieren. Das wird nicht schön. Ein Sync-Knoten? Dazu komme ich noch. Moment. Da. Dieses Ding ist dein Ausgang. Du willst mich verarschen. Das Problem ist, dein Hirn ist Brei. Zu viele Personen und Stimmen für einen Kopf. Also, was kannst du tun? Du kriechst zurück in die gespeicherten Daten, suchst unvollendete Erinnerungen und dann knackst du sie auf. Beende, was du angefangen hast, bis dein Vorfahr dir nichts mehr zu zeigen hat. Das ist ein Sync-Knoten. Wenn du ihn findest, kann der Animus Desmond von Ezio und Altair isolieren und dich nach Hause schicken. In deinen Körper. Woher weißt du das alles? Weil es mir auch passiert ist. Nur mein Körper ist schon Wurmfutter. Ich stecke hier fest. Ein Wort der Warnung. Wenn du da durchgehst, verändert sich alles. Nichts ist mehr normal. Noch hast du die Kontrolle. Es liegt an dir, einen Ausweg zu finden. Gut. Wenn du schnell bist, schaffst du es vielleicht noch zu Lucys Beerdigung. Was? Ah! Oh. Ich dachte, du weißt es. Lucy. Oh Gott. Es tut mir so leid. Ich war es nicht. Ich war es nicht. Es war diese Stimme. Juno. Sie kontrollierte mich. Sie zwang mich. Was mache ich hier? Was habe ich getan? Okay, dürfen wir jetzt mal. Ich muss sagen, er hat sich auch ganz schön verändert. Aber gut. Wir sollen dann da reingehen. Es ist Sean. Sean, was ist los? Lass mich mit ihm reden. Hast du... Moment, ich leg dich auf Lautsprecher. Sean, William hier. Ist alles erledigt worden? Ah, euch auch einen guten Tag. Um Himmels Willen, Leute, zeigt etwas Anstand. Ja gut, beruhig dich. Oh, na super. Ja, Lucy ist tot und ich soll tun, als wäre Ostersonntag, was? Wie geht's Desmond eigentlich? Schläft er noch? Genug, Sean. Und wenn er ein Templer ist, Bill? Hm? Wenn er programmiert wurde? Das ist schon mal passiert. Nein, nicht Desmond. Klar, wenn du das sagst. Sean... Okay. Ubisoft präsentiert ein Spiel von Ubisoft Montreal, Ubisoft NEC und Ubisoft Bucharest, Ubisoft Kiev. Oder Kiev. Ubisoft Massive. Wieso sage ich massiv? Ubisoft Quebec. Keine Ahnung. Ubisoft Singapore. Singapore? Ist doof. Claudia, meine geliebte Schwester. Ich war nun eine Woche in Akkon. Sicher und voll Zuversicht. Und doch aufs Schlimmste gefasst. Die Männer und Frauen, die mir hier Nahrung und Obdach boten, warnten mich, dass der Weg nach Masyaf vor fremden Söldnern und Banditen nur so wimmelte. Was das bedeuten könnte, wag ich nicht zu denken. Als ich Rom vor 10 Monaten verließ, hatte ich nur eins im Sinn. Zu entdecken, was unser Vater nicht fand. In einem Brief, der 1 Jahr vor meiner Geburt geschrieben wurde, erwähnt er eine geheime Bibliothek unter der Burg Masyaf, ein Heiligtum. Angefüllt mit unschätzbarem Wissen.
Also was mag ich dort wohl vorfinden? Wer wird mich empfangen? Ein Trupp übereifriger Templer? Meine schlimmste Befürchtung. Oder nichts als das Pfeifen eines kalten Windes. Masyaf hat seit nun fast 300 Jahren keine Assassinen mehr beherbergt. Können wir noch Anspruch auf die Burg erheben? Sind wir dort willkommen? Ach, ich bin das Kämpfen leid, Claudia. Nicht, weil ich müde bin, sondern weil sich unser Krieg nur in eine Richtung zu entwickeln scheint. Ins Chaos. Ich habe inzwischen mehr Fragen als Antworten. Und deshalb bin ich so weit gereist, um Klarheit zu finden. Um die Weisheiten des großen Altair zu finden. Und um den Sinn unseres Krieges besser zu verstehen. Und meinen Platz darin. Sollte mir etwas zustoßen, Claudia, sollten meine Fähigkeiten unzureichend sein oder mein Ehrgeiz mich verführen, suche nicht in meinem Andenken nach Rache. Kämpfe, um die Suche nach der Wahrheit fortzusetzen, zum Wohle aller. Mein Leben ist nur eines unter Tausenden. Und die Welt wird es verkraften, sollte es vorzeitig enden. Assassin's Creed Revelations. Boah, da hat sich verändert. In die Burg Masyaf vordringen. Und die Qualität der Videos. Heftig. Ja. Mann. Was? Du kannst nicht fliehen! Ezio! Ich werde dir das Herz herausreißen und es langsam an dich verfüttern! Verdammter Sturm! Er könnte überall sein! Ja. Bin ich doch auch. Warum zum Teufel steht ihr hier rum? Macht euch nützlich! Sind eh wieder erstmal nur Anfang-Intro, oder war das jetzt schon? Aber wenn man bedenkt, wie das vorher aussah, wie das jetzt aussieht. Ich habe ja die Klamotten, ne? Hatte ich ja freigeschaltet. Packt ihn! Tempo! Los! Zuschlagen! Also wie vorher. Ja. Aber das hat sich echt extrem geändert. Dann wollen wir mal weiter. Hui. Ja, halt. Steuerungserklärung, ne? Die ich aber schon kenne. Weil Qualität hat sich echt verbessert. Wenn man den Sprung sieht. Von dem von Brotherhood zu den. Okay. Und noch höher. Hui. Das ist die...
Was ist er? Nee. Hui. Hallo. Und tot. Da lang. Was machst du da? Dann mach ich das so. Ab. Weil die Lebensanzeige ist anders. Ich weiß auch gar nicht, warum man das eben gemacht hat. Warum nicht? Oh, volle Synchronisation erreicht. Oh, ein Kontaktattentat eliminieren? Oh, nicht schlecht. Oder mit Konterattentat? Kontaktattentat. Ist klar. Tschüss. Go noch. Tschüss. Ah ja, plündern. Was hast du denn Schönes? Danke. Noch mehr? Würde ich eigentlich immer machen. Steig. Dekret, okay. Verzögerungshülse. Was sind das denn für Sachen? What? Primäre Waffen? Sekundäre Waffen? Auch nicht schlecht. Ach so. Die kann ich mit dem Stick auswählen und die kann ich damit auswählen. Okay. Hi. Verschont mich, bitte. Ich bin nur Arbeiter. Ich habe Familie. Welche Arbeit verrichtet ihr? Meistens graben. Es dauerte ein Jahr, diese Kammer zu finden. Und seit gut 3 Monaten versuche ich, diese Tür zu durchbrechen. Ihr seid noch nicht weit gekommen. Ich hinterlasse keinen Kratzer. Dieser Stein ist härter als Stahl. Das wird nichts werden. Diese Tür wacht über Schätze weit wertvoller als alles Gold der Welt. Ah, ihr meint Edelsteine. Da sind Schlüssellöcher. Wo sind die Schlüssel? Die Templer fanden einen unter dem Palast des osmanischen Sultans. Bei den anderen wird ihnen wohl ihr kleines Buch behilflich sein. Welches Buch? Ein Tagebuch oder so. Der hässliche Hauptmann, er hat es bei sich, wohin er auch geht. Geht heim. Sucht euch eine ehrliche Arbeit. Oh, ich würde gern von hier verschwinden. Aber diese Männer, sie töten mich, wenn ich gehe. Packt eure Sachen. Eine Art Tagebuch. Ein geheimnisvolles Tagebuch hat die Templer nach Masyaf geführt. Finden Sie den Hauptmann der Templer und nehmen Sie es ihnen ab. Die Verfolgung darf nicht scheitern. Ja. Hauptmann der Templer finden. Okay. Hier ist keiner. Okay. Wie das früher belebt war alles. Und jetzt? Der Assassine darf dieses Buch nicht in die Finger bekommen.
Sobald wir Leandros erreichen, werden wir ihn aus dem Dorf heraus eskortieren. Ihr bleibt zurück und sorgt dafür, dass wir nicht verfolgt werden. Hm, ist klar. Hi. Ist das Moment. Ziemlich gut bewaffnet, oh, nicht das wahr? Das könnte er sein. Tja. Autsch, der hat mich ja getroffen. Wow, nerv nicht. Okay. Jetzt komm schon. Tschüss. Ah, meine Leben. Ich habe ja auch nichts zum Heilen. Und anderes verreckt. Ah, erstmal plündern. Phosphor. Können wir uns eigene Sachen bauen? Wurfmesser, Datara-Puder. Auch nicht schlecht. Medizin. Und die Medizin genommen. Okay. Nicht so aus. Stirb. Los! Nein, lass mich los. Warte mal. Das. Stirb. Du auch noch? Komm her. Tschüss. Ich halte mich fest. Das Plündern dauert auf Schlaghäuse. Ja. Lammblut. Was ist das alles? ETF. Und du auch noch. Okay. Ne, hier lang. Hier ist ja gar keiner. Nix. Desynchronisiert. Ups. Habe ich ja gut geschafft zu anfangen. Yeah. Oh Mann, ey. Ich sollte Lesung nicht einfach machen. Nach dem Sprung und beim Sturz X drücken. Aha. Nee. Okay. So, ja, nur hinterher. Sadaka. Und bin ich näher dran. Tschüss.